Japan liegt in Ostasien und hat eine Fläche von rund 377.000 Quadratkilometern, womit es ein wenig größer ist als Deutschland. Das Land hat rund 125 Millionen Einwohner, wobei die Bevölkerung bereits seit einigen Jahren schrumpft und zunehmend durch Überalterung gekennzeichnet ist. Das Staatsoberhaupt der parlamentarischen Monarchie ist de facto der Kaiser. Regierungssitz und Hauptstadt ist Tokio. Die hochentwickelte Wirtschaft war jahrzehntelang die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde, wurde aber mittlerweile von China überholt. Der Yen ist die Landeswährung und Amtssprache Japans ist Japanisch, das von 99% der Bevölkerung als Muttersprache gesprochen wird. Die Sprache wird mit Hilfe von chinesischen Schriftzeichen, obwohl die beiden Sprachen nicht verwandt sind, und zwei Silbenschriften geschrieben. Der Name Japans wird mit den Zeichen Sonne und Ursprung wiedergegeben, weshalb aus Sicht des Kontinents vom Land der aufgehenden Sonne gesprochen wird. Die wichtigsten Religionen sind der Buddhismus, der ab dem 6. Jahrhundert aus China ins Land gekommen ist, und der Shintoismus, eine polytheistische Naturreligion. Beide Religionen haben sich über die Jahrhunderte wechselseitig beeinflusst und schließen sich nicht gegenseitig aus, sodass sich zahlreiche Japaner gleichzeitig dem Buddhismus und dem Shintoismus angehörig fühlen. Japan ist insgesamt recht bergig und das höchste Gebirge sind die japanischen Alpen. Hier befindet sich der als Heiligtum verehrte Nationalberg Japans, der Fujisan, der fälschlicherweise auch als Fujiyama bezeichnet wird und mit 3.775 Metern der höchste Berg des Landes ist. In Japan treffen vier tektonische Platten aufeinander, weshalb vulkanische Aktivitäten und Erdbeben keine Seltenheit sind. Besonders aktiv ist beispielsweise der Vulkan Sakurajima im Südwesten des Landes. Außerdem kam es im vergangenen Jahrhundert zu mehreren verheerenden Erdbeben und das nächste große Beben ist nur eine Frage der Zeit. Zu den Vorteilen der vulkanischen Aktivität gehören die heißen Quellen, die sich als Thermalbäder, sogenannte Onsen, großer Beliebtheit erfreuen. Zum Landesgebiet gehören neben der Hauptinsel Honshu und den größeren Inseln wie Hokkaido im Norden und Shikoku sowie Kyushu im Südwesten auch die Ryukyu-Inseln, inklusive Okinawa, die sich bis vor die Küste Taiwans ziehen. Außerdem gehören verschiedene kleinere Inseln im Pazifik zu Japan. Die Senkaku-Inseln werden von Japan kontrolliert, jedoch auch von China und Taiwan beansprucht, was insbesondere zu Konfliktpotenzial zwischen Japan und China führt. Die Kurilen gehören seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu Russland. Die südlichen Inseln werden jedoch weiterhin von Japan beansprucht. Aufgrund der großen Nord-Süd-Ausdehnung Japans verfügt das Land über verschiedene Klimazonen. Der Norden sowie Teile des zentralen Gebirges weisen ein kühl gemäßigtes Klima auf. Insbesondere auf Hokkaido sind die Winter kalt und lang. In der Region Tohoku kommt es im Winter auf der zum Japanischen Meer geneigten Seite zu großen Schneefällen. Ein Großteil der restlichen Landesteile weisen ein Ostseitenklima auf, mit ganzjährigen Niederschlägen, heißen Sommern und kühlen Wintern. Von August bis Oktober ist Taifunsaison und die Pazifikküste Japans wird von Wirbelstürmen heimgesucht. Die Ryukyu-Inseln sind subtropisch bis tropisch im Süden. Zur Tierwelt Japans gehören sowohl Bären wie auch Affen. Durch die bergige Beschaffenheit des Landes konzentriert sich die Bevölkerung auf Täler und besonders die Küstenzonen und die wenigen Ebenen. Bedeutende Städte sind unter anderem Tokio, Osaka, Nagoya, gefolgt von Fukuoka, Hiroshima, Sendai und Sapporo. Besonders rund um Tokio hat sich ein riesiger urbaner Raum entwickelt, der weitere Millionenstädte wie Kawasaki, Yokohama oder Saitama umfasst. Diese Hauptstadtregion, auch als Kanto-Region bekannt, zählt rund 37 Millionen Einwohner und gilt damit als größte Stadt der Welt. Die zweitwichtigste Metropolregion wird als Keihanshin bezeichnet und umfasst neben Osaka auch Kyoto und Kobe. Hier leben rund 19 Millionen Menschen. Der Ballungsraum Chūkyō mit Nagoya als Mittelpunkt umfasst ungefähr 9 Millionen Menschen und die Metropolregion Fukuoka Kita-Kyushu rund 5 Millionen Einwohner. In Japan besteht ein lang anhaltender Trend zur Landflucht, der zu einem hohen Grad der Verstädterung geführt hat. Der etwa 1200 Kilometer lange und dicht bevölkerte Korridor von Fukuoka bis zu den östlichen Vororten Tokios, der auch als Taiheiyo bezeichnet wird, ist Heimat von über 60% der japanischen Bevölkerung
und konzentriert einen bedeutenden Teil der Wirtschaftskraft des Landes. Eine weitere Folge wird sich mit der Wirtschaft und weiteren Aspekten Japans beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.